Heute geht es um Performance, und zwar die Performance Medicine. Wir sprechen über Leistung im Sport, Leistung im Business mit den neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Ich bin Kerstin Thürmer. Herzlich willkommen zu Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Arzt für Sportmedizin, Chirotherapie und Ernährungsmedizin. Er ist Experte für die Regeneration und er betreibt Performance Medicine, worüber wir heute natürlich sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Lutz Graumann. Hallo Kerstin, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, dass du da bist, Lutz. Lutz, welches sind denn deine Schwerpunkte? Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Sammeln von Daten von gesunden Menschen und möchte denen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Vitalität, ihre Leistungsfähigkeit so lange wie möglich zu schützen, zu bewahren oder noch weiterzuentwickeln. Und das ist das, was ja sich auch unter dem Begriff der Performance-Medizin versteckt, dass wir mit schulmedizinischem Grundverständnis, wissenschaftlichen Weiterentwicklungen versuchen, Menschen bei der Gesundheitsführung beiseite zu stehen mit Tat und Rat. Du bist Sportmediziner aus Leidenschaft. Das passt ja super in meine Sendung und zu mir, denn ich folge immer der Leidenschaft und brenne für meine Themen. Wie hast du denn deine Leidenschaft gefunden? Ach, die Leidenschaft war vom Anfang an der Sport. Ich komme aus einem kleinen Ort in Niedersachsen, wo immer Sport eine zentrale Rolle gespielt hat. Ich durfte dann da Basketball spielen, habe es in die Bundesliga auf die Bank geschafft, aber nie wirklich als ein Leistungsträger im Sport und wäre auch wahrscheinlich nie in der Medizin gelandet, wenn ich nicht über die Bundeswehr ein Stipendium hätte angeboten bekommen. Und dort durfte ich immer beides verknüpfen. Ich durfte weiterhin Basketball spielen, durfte dann mein Medizinstudium abschließen und konnte dann tatsächlich in der Sportförderung auch der Bundeswehr Fuß fassen und hatte dann von 2005 bis 2015 die Gesamtleitung für dieses ganze Thema Leistungsfähigkeit, Entwicklung, Olympiaförderung, Förderung von Spezialkräften und Jetpiloten. Und das war natürlich ein unglaublich tolles Spielfeld, um sich da auszuleben und unglaublich viel dazulernen zu können. Das ist auch ein sehr breites Feld. Ich denke mal, da siehst du die Regeneration, die Leistungsförderung, den aktiven Sport, also wirklich so, so viele Themen, über die wir heute sprechen können, stundenlang. Aber die Folgen sind meistens eine halbe Stunde. Also schauen wir mal, dass wir so ein bisschen den roten Faden beibehalten. Was ist denn diese Performance Medicine, die bei dir steht? Was ist das genau? Die Performance Medicine ist die Integration der verschiedenen Naturwissenschaften, die sich rund um eine leistungsfähige Bevölkerung dreht. Das heißt, es ist nicht, dass der Arzt dort alleine Entscheidungen trifft, sondern wie bei jedem anderen Spitzensportverband versuchen wir hier die Meinung einzuholen von den Physiotherapeuten, den Sportwissenschaftlern, den Psychologen, den Sportpsychologen und den Ernährungswissenschaftlern. Denn wir wissen mittlerweile, dass wir alleine nie dieses Wissen aneignen können, um wirklich den Menschen individuelle, datenbasierte Lösungen empfehlen können. Das heißt, ihr betrachtet das gesamtheitlich und nehmt alle Experten und alle Bereiche mit rein, um die größtmögliche Performance zu erreichen. Genau, damit wir einfach individualisierte Lösungen entwickeln können, denn jeder tickt ein bisschen anders, jeder hat ein bisschen andere Vorlieben, andere genetische Ausstattung mitbekommen. Und nur wenn wir im Team zusammenarbeiten, glaube ich, kriegen wir eine wirklich gute, tragfähige Lösung hin. Ja. Und die Schulmedizin ist natürlich eine wichtige Komponente, die aber durch die anderen ergänzt wird. Genau. Und es ist mittlerweile kein Spitzenteam mehr unterwegs ohne diese Disziplin. Also deshalb, ich durfte ja ein paar Jahre lang auch im Deutschen Eishockeybund eine Rolle übernehmen. Und das ist gang und gäbe, dass wir dort im Team Entscheidungen treffen. Ja, ich denke mal, das ist auch gar nichts Neues, wie sehr die Ernährung eine Rolle spielt, die Regeneration als leistungsfördernder Faktor. Ich denke mal, das müssen wir nicht weiter erklären. Ja. Für Sportler ganz klar, aber auch für Leistungsmenschen im Business, richtig? Also für Führungskräfte. Ja, na, ich trage ja mittlerweile auch keine Uniform mehr. Und die Idee dazu kam, ich durfte auf einem Unternehmerkongress in Berlin vorstellen, was wir für die Jetpiloten aufgefahren haben, um erst einmal Leistungsfähigkeit zu kategorisieren und zu entwickeln und an welchen Stellschrauben wir drehen, um den Mensch leistungsfähiger zu machen. Und dieser Wirtschaftsclub
hat danach gefragt, ja, wo kann man denn sowas machen? Und damals war das halt einfach noch nicht möglich und dann hat diese Idee in mir rumort. Und als dann die Bundeswehr entschieden hatte, dass mein Büro vom schönen Münchner Olympiapark nach Koblenz wechseln sollte, dann war das genau der ideale Zeitpunkt, um diese Idee wieder rauszuholen, um das auch einem breiteren Publikum zu ermöglichen, dieses zu erleben. Erst eine Standortbestimmung, vernünftige Diagnostik aufsetzen und dann mit Hilfe der unterschiedlichen Disziplinen einfach die Leistung entwickeln und Gesundheit schützen. Und das ist halt ein unglaublich spannendes, total dankbares Feld, in dem wir uns bewegen. Ja, du siehst ja dann auch die Ergebnisse der, ich sage jetzt mal, statt Patienten eher Klienten. Genau. Was da rauskommt. Welchen Anteil hat denn das Mentale an der Gesamtperformance oder Gesamtgesundheit? Das ist ja immer die Grundeinstellung, die ich mitbringe. Wenn ich die nicht mitbringe, dann sind auch jegliche Form von guten Vorsätzen einfach für die Katz. Und das sehen wir ja, dass diese mentale Seite so eine große Rolle spielt. Denn 80% der bundesdeutschen Bevölkerung erlegt sich jedes Jahr aufs Neue gute Neujahrsvorsätze auf. Und schon am 18. Januar sind 85% wieder in ihre alten Muster zurückgefallen. Das heißt, gerade die Psychologie ist am Anfang unglaublich wichtig auf dem Weg von einer bewussten Verhaltenssteuerung hin zu einem unbewussten Ritual, dass ich also irgendwann es schaffe, auf Autopilot die gesundheitsorientierteren Verhalten an den Tag zu legen. Das heißt, wir sprechen über Gewohnheiten, die ich ändern darf, in neue Gewohnheiten. Genau, und das ist ein unglaublich energiezehrender Prozess. Und wir wissen mittlerweile, dass ich eigentlich um 70 Tage täglich bewusste Erinnerungen benötige, das Setzen von Ankern, das Setzen von Remindern, das Nutzen von Kalendern, das Nutzen von Checklisten, um das überhaupt in ein automatisiertes Verhalten zu überführen. Aber damit ist es möglich, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine schlechte Angewohnheit, die ich selber erstmal wahrnehmen darf, ummünzen in eine positive, dann bleibe ich 66 oder 70 Tage dran und dann sind die Chancen recht gut, dass ich es schaffe. Genau, und dann werden die Chancen immer größer, dass es dann auch hängen bleibt. Ja. Ja. Nehmen wir das mal mit als ersten Tipp für unsere Zuhörer. Dranbleiben lohnt sich. Dranbleiben. Sonst fällt man immer wieder zurück. Und ja, kann ich nur bestätigen, ich glaube, das kennen wir alle, 18. Januar, Stichtag, keine Neujahrsvorsätze mehr. Genau, ja. Du hast ja auch bei dir du hast so viele Themen. Du hast, gehen wir mal auf die Ernährung. Das Thema Ernährung ist ja auch bei dir natürlich wichtig. Was machst du genau in dem Bereich? Wir haben jetzt gerade versucht, eine neue Herangehensweise an das Thema Ernährung zu starten, indem wir geguckt haben, was können wir denn alles personalisieren? Was müssen wir wissen, um einen Klienten, um wirklich eine tragfähige, umsetzbare Lösung zu produzieren? Und wenn man jetzt die modernen Möglichkeiten sich anschaut, kann ich über statistische Wahrscheinlichkeiten schon mal errechnen, was könnte denn meinem Körper gut tun, basierend auf der Genetikinformation. Es gibt mittlerweile verschiedene Labore in Deutschland und im Ausland, die einem das für ein okay Investment ermöglichen, personalisierte Aussagen zu treffen über den Einfluss von unserer Gene auf mögliche Ernährungsoutcomes. Und da gibt es ein Berliner Labor, das heißt Lykon, was mittlerweile mit 2 Produkten am Start ist, das wir regelmäßig hernehmen, um einfach zunächst einmal diese genetische Komponente zu respektieren. Das Zweite, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass wir auch hinterfragen müssen, gegen welche Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteile schießt denn gerade mein Immunsystem? Denn durch unsere Darmbesiedlung, durch unser körpereigenes Immunsystem kann es sein, dass eigentlich die Superfoods, die gerade total hip sind, dass die meinem Körper überhaupt gar nicht gut tun, weil mein Körper darauf reagiert und eine Unverträglichkeitsreaktion darauf produziert hat. Und wenn wir schon mal so die 100 üblichsten Lebensmittel analysiert haben, können wir so eine Positiv- und eine Negativliste identifizieren, mit denen es dann Sinn macht, weiter ins Rennen zu gehen. Und wenn ich dann auch noch die aktuellen Status quo Blutwerte dagegen lege, dann können wir einen Plan entwickeln, basierend auf den Lebensrealitäten dieses Menschen. Wie kann ich denn Makronährstoffe, das heißt die Energieträger, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette zusammensetzen, mit Hilfe auch der Genetikinformation? Dann gucken wir, welche Mikronährstoffe brauche ich, um dann dauerhaft leistungsfähig und gesund bleiben zu können.
Das heißt, ohne Messen und individuelle Betrachtung wird es sehr schwierig, zu mehr Leistung zu kommen und deine richtige Ernährung zu finden. Das geht halt schon. Wir haben halt mehr Try and Error. Man verliert halt mehr Zeit und Energie. Also man kann schon auch relativ gut mit wenig Invest einfach Ernährungstagebücher führen. Wenn man dann noch das matcht mit schlauen Fragen, wie geht es mir damit, wie ausgeruht bin ich, wie gut schlafe ich damit, was macht mein Ruhepuls damit, was macht meine HRV, da gibt es ja einfache Messinstrumente, die man da mitnehmen kann. Und allein ist es schon spannend zu beobachten, wenn ich eine meiner typischen Nahrungsmittel zu mir nehme, was macht da mein Ruhepuls? Man kann eigentlich auch sehen, wenn ich da sitze und etwas esse und trinke, was mir nicht gut tut und nicht gut bekommt, dann wird man sehen, dass der Ruhepuls so 10 bis 12 Schläge nach oben wandert, ohne dass ich mich bewege, ohne dass ich irgendwas tue, nur weil mein Körper weiß, jetzt kommt was, was ich eigentlich gar nicht haben will. Und dann ist es ein Stressor. Und den Ruhepuls zu messen ist ja relativ simpel mittlerweile. Also ich habe auf meinem Smartphone eine App, wo ich über die Kamera hinten, übers Blitzlicht messen kann. Genau. Oder wer Sportuhren hat, ohne jetzt Hersteller zu nennen, aber eine Laufuhr, die machen das eigentlich auch alle. Die können das auch alle, genau. Ja. Oder eben die Finger an den Puls halten und zählen. Also das ist ja schon mal gut. Ich weiß auch, dass der Ruhepuls ein Indikator ist, wenn ein Infekt kommt, den ich noch gar nicht spüre, dann ist es auch wertvoll, mal zu schauen, was mein Ruhepuls eigentlich macht. Genau, also für alle Menschen, die irgendwie leistungsorientiert sind, ist das der kleinste gemeinsame Nenner einer dauerhaften Diagnostik. Denn nur wenn ich regelmäßig Daten gesammelt habe zu meinem Ruhepuls, vor allen Dingen auch in der Covid-Pandemie, sind wir überhaupt auskunftsfähig, ab wann kann ich mich denn überhaupt wieder belasten? Also das ist tatsächlich, wenn man noch nicht sich angefreundet hat mit irgendwelchen Wearables, wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, spätestens damit zu starten. Ja, und es kann auch Spaß machen, denn die Auswertung zu betrachten am Ende, das ist auch ein bisschen dieser spielerische Faktor. Dafür muss ich jetzt gar kein IT-Experte sein. Genau, und das haben ja mittlerweile die Smartphone-Betreiber, die Smartwatch-Hersteller haben das ja besser verstanden als alle Mediziner auf diesem Planeten, dass man diese Daten einfach nett interpretieren kann. Das ist immer noch eigentlich, da schäme ich mich für meinen Berufsstand, wenn man Patienten einen Laborausdruck in die Hand gibt. Das einfach, es gibt wenig Langweiligeres und etwas weniger Animierendes, als sich mit Blutzetteln auseinanderzusetzen. Und da gibt es zum Glück auch mittlerweile wieder neue Gesellschaften, die das angehen, damit wir den Patienten mit beteiligen an dieser Reise der Performance. Denn es gibt so eine schöne Bestrebung aus den USA, die nennen das 4P-Medizin, dass wir sagen, wir machen erst einmal aus den Patienten, die sonst sehr passiv sind, wir machen aus denen jetzt Teilnehmer. Das heißt, die sind auch verantwortlich für ihre Gesundheit. Und wenn wir dann die partizipieren lassen, dann versuchen wir natürlich auch präventiv anzusetzen, dass wir personalisierte Lösungen bieten als drittes Mittel. Und dann im Idealfall sind wir zukünftig in der Lage, auch prädiktiv, das heißt also voraussagen zu können, wie sich denn bestimmtes Verhalten auf meine Leistungsfähigkeit und Gesundheit auswirken kann. Ja, ich mag die Idee sehr gerne, dass ich selber das auch in die Hand nehmen darf und diese berühmte Eigenverantwortung annehme und nicht zu einem Arzt gehe und sage, mir geht's so schlecht und sag du mir jetzt, was ich zu tun habe. Genau. Kann ja auch sehr spannend sein. Also ich mag das auch, die Werte zu betrachten und den Ruhepuls, wie der sich plötzlich entwickelt und zu verstehen, was da passiert im Körper. Mhm. Genau, und auch immer nicht nur auf einen Datenwert hin Empfehlungen treffen, sondern einfach gucken, wie ist der Verlauf. Und meistens kann man sich zum Glück noch entspannt zurücklehnen. Nur wenn der Blutdruck tatsächlich mal über 180, 120 ist, dann gilt es wirklich hektisch zu werden. Ja. Und wenn wir bei der Regeneration sind, jetzt haben wir schon gesagt, Ruhepuls, Pausen einlegen, Schlaf ist natürlich ein riesengroßes Feld. Ja, da habe ich auch ein bisschen was schon drüber gelernt. Worauf achte ich am besten bezüglich meiner Schlafqualität? Genau, es gibt ja immer dieses Wechselspiel zwischen Schlafqualität und Quantität. Zunächst einmal muss man sagen, wenn jemand nicht bereit ist, 6 Stunden und mehr in die körpereigene Regeneration zu investieren, dann braucht er gar nicht weiterschauen oder weiter zuhören, weil diese Strategie ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn es darum geht, die Schlafqualität zu bewerten, ist es auch eine ganz simple Frage. Einfach frag dich in der Früh selbst, wie voll ist dein körpereigener Akku heute Morgen?
Und wir machen diese Umfragen auch regelmäßig in Unternehmen. Und heute aktuell haben wir eine Firma gehabt, da war der Durchschnittswert 56%. Und da muss man natürlich sagen, wenn wir das als neue Norm akzeptieren, dann ist das Mindset wiederum falsch, ne? Dann ist die Anspruchshaltung zu niedrig. Und da gilt es, den Menschen klarzumachen, dass wie beim Handy, wenn der Akku morgens nicht früh da ist, dann müssen wir was ändern. Und dann müssen wir unser Verhalten hinterfragen. Was können wir tun, um zukünftig erholter in den neuen Tag zu starten? Also beim Thema Schlaf ist mit mir wenig zu diskutieren. Ich habe auch einfach mal selber ausprobiert, wie es ist, wenn ich 8-9 Stunden jede Nacht schlafe. Ich habe das mal vor ein paar Jahren vor einem Wettkampf getestet. Mhm. Unglaublich in positiver Sicht. Ja, was da passiert ist mit mir, das war völlig anders. Und seit ich gelernt habe, was alles im Schlaf passiert mit unseren Reparaturprozessen, nicht nur bei Leistungssportlern, sondern wir alle dürfen uns in den Zellen reparieren, das Gehirn. Seit ich das weiß, diskutiere ich nicht mehr über zu wenig Schlaf. Ja, und auch wenn du nicht erholt in den nächsten Tag startest, ist dein Gehirn ständig auf der Suche nach Lustgewinn. Und dann ist es überhaupt nicht möglich, neue Essgewohnheiten einfließen zu lassen. Sondern es ist eigentlich immer Schritt Nummer 1, Schlaf und Erholung zu fixen. Und erst dann sind wir überhaupt offen für Verhaltensänderungen. Also das ist tatsächlich, das ist eigentlich immer der Startpunkt dieser Reise der Verhaltensänderung, dass wir den Schlaf optimieren. Manche Menschen brauchen vielleicht ein bisschen Überzeugung. Tragen wir doch mit dieser Folge ein bisschen dazu bei, das als ersten Schritt zu setzen, einfach mal zur selben Zeit schlafen gehen und wirklich auch mal diese 7 Stunden plus X liegen zu bleiben. Genau. Ach, da passt doch dein Buch wunderbar dazu. Endlich richtig ausgeschlafen. Was habt ihr denn da für Expertenwissen zusammengetragen? Ja, in meiner Rolle als Mannschaftsarzt des Deutschen Eishockeybundes waren wir jahrelang die Versuchskaninchen für ein großes Forschungsprojekt in Deutschland, das RECMAN für Regenerationsmanagement. Und dort haben wir unglaublich viel dazugelernt, wie wir Schlaf und aktive Regeneration, passive Regeneration in den Alltag integrieren können, um regelmäßig erholt in einen Tag starten zu können. Und dann haben wir diese Wissensgeschichten gepaart mit einem Experten für Schlafzimmer. Denn es ist ja auch mittlerweile völlig intransparent, welche Ökosiegel, welche Health Claims auf bestimmten Betten, auf Matratzen, auf Zudecken, auf Kopfkissen, die da drauf sind. Was sagen die überhaupt? Und viele sind ja immer auch auf dem Stiftungswarentest immer drauf versessen. Und manchmal macht es Sinn, diesen Tipps und Tricks zu folgen. Aber manchmal muss man einfach auch verstehen, was denn da überhaupt getestet wird, damit dann am Ende des Tages ich eine Lösung für meinen Geldbeutel und auch für meine Möglichkeiten halt finde. Und der André Alesi, mein Co-Autor, hat einfach ein unglaublich breites Wissen, was dieses ganze Thema Schlaf, Umgebung, Einrichtung, Zubehör, alles angeht. Und da ist der eine Bank. Ja, sehr lesenswert auf jeden Fall. Riesengroßes Thema. Ja, wie spielen diese ganzen Faktoren ineinander? Schlaf, Ernährung, Pausen, Mindfulness, ja, über Training, Bewegung haben wir noch gar nicht gesprochen. All das bringt ja am Ende eine Performance im Job und im Sport. Genau. Ja, also wir müssen ja nüchtern zugeben, dass wir diese ganzen Feedback-Schleifen im Körper noch gar nicht richtig verstehen. Ne? Das ist wie in so einem 40er-Jahre-Haus, was man irgendwie sanieren will und dann sich den Stromkasten anschaut, da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und so ist es in unserem menschlichen Körper auch. Also es gibt zig Feedback-Schleifen, die noch gar nicht 100% verstanden sind und deshalb brauchen wir auch diese ganzen Experten. Von unserer Methodik her sagen wir immer, wir haben 4 große Stellschrauben. Wir haben diese Psychologie-Elemente, was wir Mindset nennen. Dann haben wir den Bewegungsteil Movement, wo wir schauen, dass wir zunächst einmal verklickern, es gibt erstmal ein Mindestmaß an Bewegung, was wir brauchen, damit unsere Birne weiterhin gesund bleibt. Und das ist eine schöne Zahl von der Stanford-Professorin Kelly McGonigal, die in ihrem Buch The Joy of Movement schreibt, 5.649 Schritte sind das absolute Minimum, damit wir genug Myokine, das heißt Botenstoffe aus der Muskulatur produzieren, damit wir nicht depressiv werden. Und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Menschen im Homeoffice nicht
auf diese Mindestzahl an Bewegung kommen, dann erwarten wir einfach 2023, 2024 die nächste Pandemie, nämlich eine depressive Verstimmung der Bevölkerung. Das dritte Element ist dann einfach die personalisierte Ernährung, herauszufinden, für welchen Lebensumstand brauche ich denn was. Wenn ich viel sitze, brauche ich wenig Kohlenhydrate. Wenn ich viel kognitiv arbeiten muss, brauche ich eher Fette, damit mein Gehirn Grundnahrung bekommt. Und wenn ich ständig gestresst bin, brauche ich natürlich auch Eiweiße, damit mein Körper sich ständig reparieren kann und natürlich auch unser Immunsystem weiter funktionieren kann. Und all das funktioniert nicht, wenn ich nicht regelmäßig unsere Batterien wieder aufladen kann. Und dann haben wir eigentlich einmal so einen Kreis geschlossen und glauben, dass wir damit schon relativ ganzheitlich an das Thema Leistungsfähigkeit herangehen. Und die Leistungsfähigkeit gilt für Sportler, Leistungsträger, eigentlich alle Menschen. Genau, ist einfach Teil unseres Alltags. Und das ist wahrscheinlich wieder ein Mindset-Thema, welche Anspruchshaltung habe ich denn an mich und an mein Leben? Wo möchte ich denn noch hin? Und wenn ich nicht bereit bin, regelmäßig aus der Komfortzone zu kommen, dann bin ich hier auch falsch. Wir wollen die Menschen einladen, regelmäßig aus der Komfortzone rauszukommen, denn nur wenn wir ständig bereit sind, Blut, Schweiß und Tränen zu investieren in unserem Alltag, dann können wir ungefähr 30 Jahre lang 40 sein. Wir können also den altersbedingten Verfall, der normalerweise mit dem Alter von 35 dann beginnt und einsetzt, den können wir stoppen. Und wir können sogar auch noch unglaubliche Wachstumskurven entwickeln, auch in höherem Alter. Und das sollte die Grundvoraussetzung sein, dass wir das annehmen, diese Herausforderung und an uns arbeiten. Denn nur dann macht diese Performance-Medizin überhaupt Sinn. Ja. Und nebenbei bemerkt, kann das auch Freude bereiten. Wir hatten es schon bei den Messwerten. Es kann auch Spaß machen, sich solche Werte anzuschauen und sie zu verstehen eben auch oder auch mal Blutwerte zu begreifen. Was heißt das eigentlich, was mein Körper da gerade produziert? Und Dinge auszuprobieren, wie mit der Ernährung. Du hast es angesprochen vorhin. Teste doch einfach mal aus, wie es mir am nächsten Morgen geht, wenn ich am Abend zuvor Lebensmittel X verzehrt habe. Ja, genau. Was bedeutet denn Top-Leistung oder Top-Performance für dich persönlich? Ach, das ist für jeden ja ein bisschen anders definiert. Für mich ist es einfach, dass ich es schaffe, regelmäßig meine eigenen Ziele zu verwirklichen. Das heißt, es ist natürlich völlig vermessen zu sagen, dass jeden Tag, wo ich irgendwo auftauche, ist Champions League-Finale. Sondern ich muss erst einmal das vernünftige Mindset mitbringen, dass Peak-Performance etwas ist, was nicht so häufig im Jahr vorkommen kann. Das ist nicht jeden Tag mehrfach möglich, sondern das ist ein paar Mal die Woche möglich, je nachdem, wie lange dieses Event denn dauert. Und ich muss mir im Vorfeld klar sein, welche sind denn meine Must-Win-Events? Wo muss wirklich alles stimmen? Und wenn ich das regelmäßig schaffe, dass wenn ich mir diese Höhepunkte in der Woche, die Höhepunkte im Monat und im Jahr gesetzt habe, wenn ich die dann erreiche, dann gehe ich als Happy Camper ins Bett. Dann habe ich meine Ziele erreicht, habe mich selber verwirklicht und habe auch noch Spaß auf der Reise gehabt. Danke dir. Lutz, wo kann man dich denn noch finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder auch mit dir in Kontakt treten will? Man findet mich auf allen gängigen sozialen Medienkanälen, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing. Meine Praxis-Webseite ist sportmedizin-rosenheim.de und unsere Performance-Medizin-Firma und unsere Gesundheitsmanagement-Firma heißt Quest Vitality. Und eigentlich sollte man das finden und die Bücher findet man im ganz normalen Buchhandel oder natürlich auch auf Amazon. Ja. Ich verlinke gerne einiges davon, deine Kanäle in den Shownotes, dann können die Leute draufklicken. Wunderbar, herzlichen Dank für deine Einblicke. Möchtest du noch was mitgeben, was jeder für sich heute aus der Folge mitnimmt? Ach, es geht einfach nur darum, offen zu hinterfragen, welche meiner derzeitigen Verhalten bringen mich denn langfristig meinen Zielen näher? Was sind neutrale Verhaltensweisen, die einfach mich weder besser machen noch schlechter machen, aber die irgendwie für mich funktionieren? Und was sind vielleicht die Dummheiten, die ich im Alltag immer noch mache? Und wenn ich die weitermache, wird vielleicht langfristig meine Zielerreichung weniger wahrscheinlich. Und wenn ich es dann schaffe, in dieser Denkweise Sachen zusätzlich zu integrieren in meinen Alltag, das nenne ich plus eins, oder ich nehme Verhaltensweisen bewusst raus aus meinem Alltag und
vermeide die Dummheiten, dann nenne ich das minus 1. Und wenn ich nur mit einem plus 1 Ansatz und einem minus 1 Ansatz jetzt in diese Woche starte, können wir bis Ende 2022 unglaubliche Veränderungen erzielen. Und das ist es wert, auszuprobieren. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.